Jüde, wieder. Helden auswählen. Archmage Spelunker ohne Fußpuls. Ha. Ich glaube, den nehme ich. Und eine Spelunkette, die ein Savant ist. Nö, Fußpuls ist toll. Also keinen Fußpuls zu haben. Und Spelunker ist noch viel toller, la. Denn ich habe mich entschieden, mindestens noch ein-, zweimal durchzurushen, bevor wir da jetzt irgendwas weitermachen. So. 34.000. Ja, gucken wir erstmal hier, ob wir irgendwas Neues haben. Ein Helm. Mehr Mana, weniger Lebenspunkte. Aber ganz schön viel mehr Mana. Oh, für unser Mage-Equip irgendwann mal. Sonst nix. Runen. Haben wir inzwischen doch ein paar. Aber leider die falschen. Das heißt, wir können das ganze Geld echt ausgeben für lauter Zeug hier. Na gut. Dann nehmen wir als allererstes mal das teuerste, was wir finden können. Das wäre jetzt schon mal auf Max. Sehr gut. Drache wollten wir nicht erhöhen. Wir wollten eigentlich Angriffskraft und Lebenspunkte erhöhen. Oh, tut das gut. Man kann richtig oft drauf drücken. Man hat immer noch Gold über. Das ist doch schön. So, Bäumchen. Kostet auch nicht viel. Da war der Lich links, ne? Ja, Lich. Nee. Rüstung sollten wir noch erhöhen. Gewicht werden wir später erhöhen müssen. Aber erstmal mache ich noch viel mehr Angriffskraft. Und 1400. Das sieht doch gut aus. So. Ah, genau. Also ich hatte ja überlegt gehabt, ob wir jetzt gleich versuchen, den Boss anzugehen oder nicht. Denn wir haben es ja eigentlich geschafft, den ganzen Dungeon zu clearen. Und das war so meine Voraussetzung. Jo, Tür ist offen. Jetzt darf ich nicht aus Versehen nach oben drücken, weil ich da... Das jedes Mal, wenn ich dann vorbeigehe. So. Oh. Nein, nein, nicht. Du was, Maus-Dingens. Oh. So, kann ich euch kurz umbringen, dann weiterreden und so? Ja. Also genau, der Plan war ja, ich clear einmal den Dungeon und versuche dann den Boss zu killen. Der Dungeon ist quasi einmal clear, aber es ist nur ein quasi. Und der Boss war 122 rum, was das Level angeht. Das finde ich doch ein wenig beunruhigend. Zumal wir noch eine Menge Ausrüstung nicht haben, die ich gerne hätte, bevor ich in den New Game Plus wechsle. Und hier ist viel zu viel los. So, Puschelwuschel tot. Puschelwuschel tot. Oben sind immer noch zwei Augen. So. Drei Augen. Aber ist okay. Also wir spielunkieren jetzt hier noch einmal durch. Oder auch zweimal. In der Hoffnung, dass wir ein besseres Schwert finden. Und vielleicht noch so ein, zwei Blutruhen. Und dann können wir gerne probieren, den Boss zu töten. Denn ich bin mir ziemlich sicher, der New Game Plus wird nicht ganz so haarig sein wie beim ersten Mal. Einfach weil ich doch schon ein bisschen mehr Übung habe im Spiel. Und den Verhaltensmuster von den Gegnern und was weiß ich. Ich mache mir halt eher um den New Game Plus Plus Gedanken. Aber das dauert ja noch. So, zing. Naja, das hätte ich nicht machen sollen. Konzentration, Girogon. Oh. Du bist keine echte Kiste. Oh. Ah, du bist auch keine echte Kiste und ihr seid alle doof. So. Menno. So, und da oben sind aber zwei Truhen. Und ich komme da nicht so einfach ran. Zing. Oh, schön wie Gold. Zing, zing. Ah, praktisch, praktisch. So, Lebenspunkte sehen wieder gut aus. Mana sieht gut aus. Dann können wir jetzt mal gucken, wie wir zu den zwei Kisten kommen. Oh. Oh, ey. Das hätte ein richtig guter Move werden können. Aber nein. Oh. Doofe Skelett-Dinger.
Es ist sehr gut, dass wir Lebenspunkte und Angriffskraft erhöht haben. Sonst hätten wir total verkackt. So. Du bist so ein Quasi-Boss-Ding, hm? Ja. Wow. Wow. So. Aber du bringst keine Kiste. Ja, ist okay. Gib uns wenigstens irgendwo hier ein Hühnchen. Nee. Nur ein paar popelige Goldmünzen. Oh. Quatschka. Oh. Ah, keine Stacheln unten. Sehr gut. Was mir gerade auffällt, dafür, dass wir einen Charakter spielen, der keinen Fußpuls hat, sind verdächtig wenig Stacheln da. Doofes Spiel. Was haben wir hier? Viel zu viele Projektile. Au. So, kaputt, kaputt, kaputt. Und irgendwie fast jeder Gegenstand, den wir kaputt hauen, klingt Gold. Ich muss mal die Beschreibung von den Spelunki nochmal genau durchlesen. Also ja, wenn wir Gold einsammeln, bekommt er auf jeden Fall mehr. Aber ich habe den Verdacht, er hat doch allgemein eine höhere Chance, dass überhaupt erst Gold droppt. Müssen wir schauen. Oh. Oh, warte mal. Wenn wir jetzt den Zauber wechseln, dann kommen wir da ran. Diddy. Mhm. Ich hoffe mal, das ist nur das eine Skelett. Und wir haben... Nein! Wir haben nicht genug Mana. Das ist jetzt ärgerlich. Klick, 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 klick. Ja. Also sollten wir irgendwann mal voll Mana haben, sollten wir dahin zurückgehen. Wow. Ganz schön gasig hier. Oben ist noch... Ah. Oben ist eine Truhe. Wusste ich's doch. Oh, du was. Der da unten ist auch leicht verdächtig. Genau der da. Ranger-Schwert. Sehr schön. Genau sowas wollte ich haben. Das dürfte ein gutes Upgrade sein zu dem Schwert hier. Also einfach nur mehr Schaden machen, nicht irgendwelches extra Klimbim, was keiner braucht. Und da kommen wir nicht ran. Da bin ich mit unseren Sicheln rangekommen, ne? Oh, Absturz? Was zur Hölle war das? Okay. Weiter im Text. Sehr irritierend. Ich wurde einfach auf den Desktop geschmissen. Aber ja, mit den Klingen wären wir da weitergekommen. Das ist jetzt nicht schön. Ich guck mal ganz kurz in den Raum zurück, ob unsere Klingen vielleicht jetzt da auf dem Podest sind, aber nö. Ich fühle mich nicht wirklich wohl hier in dem Bereich. Ich denke mal, wir würden bald sterben, wenn wir hier bleiben. Also ziehen wir uns mal taktisch zurück. So. Lass es nicht zurück. Oh, da ist eine Kiste. Oh. Oh. So. Oh. Oh, 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 oh. Ich sag dir, wir sind bald tot, wenn wir hier bleiben. Komm schon, den will ich noch mitnehmen, die Kiste einsammeln und dann ist gut. Oh. 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 Okay. Weg, 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 weg. Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, komm, die ist echt einfach. So. Sehr schön. Fast 5000 Gold. Kann man nicht meckern. Kann nicht so ganz mit den Zehntausenden an Goldmünzen mithalten, die wir letztes Mal gesammelt haben, aber hey. So, links, links, links. Yeah. Hm. Nö, 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 nö. So, eine Mana-Stadt.
Statue. Haben wir noch irgendwo eine? Nicht so wirklich in der Nähe. Aber ja, ich vergesse das nicht. Wenn wir nachher irgendwann voll Mana haben sollten, sollten wir zu dem Skelett zurückgehen. Oh, was bist du für ein garstiger Raum? Das war nicht schön. Das war doof. Und so starb Sir Piggly der Zweite. Er dashte in die Stacheln rein, ohne Fußpuls. Ja, Paladin. Gegner werden nicht zurückgeschubst. Ein Paladin, der klein ist. Und ein Paladin, der einfach nur schwul ist. Ja, nehme ich den. Genau, das Schwert. Zing, 11 mehr Schaden. Können wir sogar gleich tragen. Sehr schön. Nehm. Sonst. Mehr Angriffskraft, mehr Lebenspunkte, mehr Rüstung. Crit-Chance. Momentan 2%. Ja. 224 Gold ist okay. Wir müssen später eh alles aufstufen, also passt das schon. Vor allem müsste ich auch langsam mal anfangen mit Mana erhöhen und magischen Schaden erhöhen. Weil es ja doch ganz praktisch teilweise die Zauber zu haben und die Zauber dann öfter sprechen zu können, wäre doch eigentlich ganz toll. Oh. Ching, ching. Ich will diesmal nicht in... Naja, wohl. Doch, wir könnten auch in Turm. Also je nachdem, was wir zuerst finden, gehen wir Turm oder Wald. Und falls es da denn zu haarig wird, kommen wir hierher zurück. Und hauen wir hier ein bisschen rum. Ja. Das heißt, du musst sterben wegen Lebenspunkten. Du musst sterben wegen Lebenspunkten. Aber sobald wir voll sind, hören wir auf, Gegner zu töten. So, komm her. Puschel, puschel. Oh, du bist so ein... Nee. Was zur Hölle macht da oben eine... Das ist gemein. Ja, ich wollte schon fast dashen, aber das wäre nicht so toll gewesen. Zing, zing, zing. So, Lebenspunkte sind voll. Ihr werdet so gut es geht ignoriert. Gib mir den Maya-Eingang. Sehr schön. Ah, zwei Schläge. Au. Nicht an... Komm hoch. Ja. Also kein so schöner Einstieg in das Level hier. Au. Du war Ninja. Na, wenigstens diesen One-Hit. Also ja, trotz dem neuen grünen Schwert hier sind die Gegner einigermaßen zäh. Also Angriffskraft ist immer noch sehr weit oben auf unserer Prioritätenliste. Hinterhältige möchte gern tun. So. Das sieht ein wenig gefährlich aus da unten. So, hopp. Will ich überhaupt da runter? Die treffen mich gar nicht. Okay. Jo, sehr schön. Und ja, ich wollte da runter wegen dem ganzen Gold. Dem ganzen Gold und dem Gold da hinten. Der von Ninjas bewacht wird. Und genau das meine ich mit diesen irre praktisch. Und das jetzt schon mit unserer wenigen Intelligenz, die wir haben. Also zum einen, weil wir ein Paladin sind. Und zum anderen, weil wir es nicht geskillt haben. Aber wenn wir das jetzt noch ein wenig höher... Ah, du bist... Wenn wir das jetzt noch ein bisschen höher skillen würden, dann könnte das richtig praktisch sein, gerade bei Bosskämpfen. Und ich sollte, während ich spiele und rede und auf die Anzeige von der Tonspur achte... Auch mal auf die Minimap schauen. Gerade wegen den kleinen Kisten, das ist echt nervig. Oh. Also wegen den Fake-Kisten. So.
Lebenspunkte sehen okay aus. Oh. Nee. Dann halt auf die grobe Tour.